Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Yo-Kai Watch Wibble. Heute machen wir mit dem Schwalbingsviertel weiter. Wir sind doch schon einigermaßen weit gekommen. Wir haben im letzten Part, glaube ich, 1, 2, 3, 4... Warte mal. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 4 Level geschafft. Und das soll uns hier mal einer nachmachen, Fräuleins. Level 116, ja? Knüppi-Wuffi-Brudes. Geil. Da würde ich sagen, 117.500 Punkte oder mehr ist locker erreichbar. 13 Wattwurps verbinden. Das ist... Stimuleo, tut mir leid. Und Wattwurf der Größe 14 müssen wir bilden. Stimuleo, tut mir mal wieder sehr leid, dass ich dich so fett machen muss. Du fette Sau. Ja, einer muss ja dafür immer den Arsch hinhalten und das ist ja... Nicht Stimuleo verbinden, weil er soll ja gleich noch hier für die Verbindungen genötigt werden, sage ich jetzt mal, ne? Es tut mir halt echt sehr leid, dass ich das so sagen muss, aber du bist halt wirklich nicht mehr wert, Stimuleo. Tut mir echt leid. Das ist mir wirklich, sorry. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das 14 Wop-Wops oder nicht? Und ich hab persönlich gerade... Was soll das? Ich habe nicht darauf verbinden wollen. Ich verbinde jetzt einfach mal. Das sind, wenn das nicht 14 gewesen sind, dann hat sich jetzt auch keine Ahnung mehr. Damit wäre die Challenge eigentlich geschafft. Wir können das jetzt noch bis zur nächsten Fieberphase irgendwie lümmeln. Gucken, ob wir es schaffen. Also das sollten 13 Wattwurps gewesen sein. Ich habe nicht gezählt. Ich zähle nie. Aber so vom Augenmaß her habe ich da eigentlich immer recht, wenn ich sowas verbinde. Und dementsprechend... was? Die haben ja gar nichts auf dem Kasten gehabt, oder? Was war das denn? Toll. Aus dem Grunde, weil die so low sind, diese Low Lives... Das ist doch echt eine Frechheit hier. Ihr habt das... Das ist ja... Was soll ich dagegen? Hallo? Jetzt können wir noch ganz viel hier zahlen für unsere lieben Schmarotzer. Vielen Dank. Aber hey, es gibt da wenigstens drei Yokai, die Level 40 erreicht haben. Sehr gut. Fehlen nur noch Schleifer und Shogunyan. Geil! Ich meine, ich kann auch nichts dafür, dass die... so schnell liegen. Ja, wir haben schon große Wattwurps gebildet, da muss man ganz klar sagen, aber... das ist schon einigermaßen verwirrend. Und warum haben wir so viele Erfahrungspunkte bekommen? Was war der Auslöser dafür? War das Knuffi-Wuffi oder war Noku dabei? Ich habe keinen Noku gesehen. Das ist das Problem. So, wieder ein Heal ziehen. Ich meine, wir müssen sowieso nur gucken, dass wir hier in die erste Fieberphase kommen und die meisten Ultisils fertig sind. Komas ist bereit. Schleifers brauche ich auch noch. Ich brauche noch Shogunyans. Wisst ihr was? Wir warten dann bis zur nächsten Fieberphase einfach. Oder machen wir jetzt schon? Nein, jetzt lohnt sich nicht. Jetzt lohnt nicht. Es lohnt nicht. So, jetzt habe ich Schleife, aber das bringt mir auch nichts mehr. Jetzt kann ich mich weiter dumm und dämlich hier verbinden und... das ist zu neu. Wo bist du, Lachoi? Wo bist du? Wenn ich dich in die Finger kriege. Beliebiger Yokai einfügen, der dafür verantwortlich ist, dass wir hier momentan in diesem Kampf strugeln sind. Also ihr seht, der Schaden ist halt wirklich familiär, ne? Wir kriegen ja gar keinen Schaden hier. Das ist ja wohl eine Frechheit. Also dann werden wir mit solchen Kämpfen aufgehalten. Ich habe das Gefühl, ich komme viel leichter durch Schwalbing als durchs Krämerviertel. Oder bin ich der Einzige, der diesen Gedankengang hegt?
sehe ich da was falsch. Das war eben nochmal schnell healen. Aber wisst ihr, was richtig krass wäre? Shogunans Ultiseel innerhalb einer Fieberphase zu schaffen. Boah, das wäre krass, oder? Wer das schafft, der ist übertrieben krass drauf. Wer das schafft, der hat meinen höchsten Respekt. Ich meine, das ist im Endeffekt, du musst halt Glück haben, dass da so viele Shogunans stehen. Und dann, ab dafür. Na gut, Waffe auf der Größe 13 oder mehr. Machbare Punktzahl. Erwähne ich jetzt auch nicht mehr weiter. Waffe auf der Größe 13. Und ein 85-Sekunden-Sieg. Das heißt, wenn wir das alles innerhalb der ersten Fieberphase über die Bühne bringen, samt den Ultisils und so, dann wird das auf jeden Fall drin sein. Dann müssen wir halt nur gucken. Ich verbinde doch, was soll das? Hallo. So, Schleife Ultisil ist auf jeden Fall bestätigt. Ist confirmed, ja. Wobei, so confirmed ist jetzt noch gar nicht, aber... Jetzt ist sie confirmed. Das sind drei des Tristines. Ja, heul doch. Kurz mal healen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Shogunyan, aber Shogunyan gönnt uns nicht. Und gönnt sich auch selber nicht. Was richtig traurig ist, weil ich sehe keine Shogunyans auf dem Feld. Egal, dann brauche ich keinen Shogunyan. Scheiß auf Shogunyan! Wer braucht den schon? Weil vielleicht schaffen wir es ja noch. Also wenn wir gleich noch ein paar Shogunyans runterprasseln. Dann jo, aber ansonsten nö. Nee. Ah, ein 85-Sekunden-Sieg wird schwer für uns, ne? Ah, das wird... Oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich denke nicht, dass ich das schaffe. Na, ich bin mir nicht sicher, ob das 85 Sekunden waren. Ne. Ja, wir haben nicht mal den Wapp auf der Größe 13 gebildet. Also, dann brauchst du dich auch nicht wundern und fragen, ob das klappt. Ob drin ist. War nämlich nicht drin. Aber egal. Hey, scheiß drauf, okay? Das wird schon noch, ja? Wie konnte ich es bitte nicht schaffen, da einen Waffe der Größe 13 zu bilden? Das ist doch eigentlich so easy. Wahrscheinlich habe ich die Challenge vergessen. Wahrscheinlich habe ich vergessen, dass ich das machen sollte. So wie die meisten Challenges, die ich machen möchte und dann doch nicht mache. Und dann reg ich mich auf und dann fangen alle an zu heulen. Und dann sagen alle, Kai, deine Videos sind nicht unterhaltsam, weil du immer nur am Heulen bist. Ja, ist eine schwere Last. So, das ist schon mal hier, ne? Ist drin. Also, ist drin, ja. Also, ist jetzt drin oder nicht? Oder good job, oder wie? So, das ist jetzt auf jeden Fall dein 13er, den du haben wolltest, ne? Gut. So, das war Shogunyan. Jetzt brauche ich noch Schleife und Stimuleo und dann haben wir das auch. Also, ich brauche halt wirklich alle Ultiseels. Innerhalb der Fieberzeit. Aber jetzt habe ich hier Stimuleo nicht. Stimuleo will auch nicht. Er will! Er will! Die dumme Sau! Das stellt alle beiden weg, Ballern. Ja! Ja, was kann das? Also man muss es halt wirklich innerhalb der ersten Fieberphase schaffen, dann kriegst du es. Dann ist es machbar, ja. Ja, wie? Willst du mich verarschen? Warum klappt das denn nicht? Gut. Dann müssen wir halt schneller verbinden. Ich meine, ich war ja gerade eben auch noch am Struggeln wegen
dem 13er Wapwap und vielleicht habe ich mich daran zu lange aufgehalten. Und zu gucken, okay, wo ist da jetzt ein 13er Wapwap und wie bekomme ich jetzt am schnellsten einen 13er? Das heißt jetzt einfach verbinden, Fieberphase einleiten und zack, weg. Und ich darf Selenans Ultisil nicht ziehen, weil die killt Zeit. Ich weiß ja nicht, ob das Nutzen der Ultisil von der Zeit auch abgezogen wird. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es doch so. Wenn sie das wissen, dann schreiben sie es in die Comments. Also ich sag mal so, wenn man eine Fieberphase, nein, wenn man eine Ultisil benutzt, zählt die dann, wenn man eine Ultisil benutzt, zählt die dann zur Zeit mit dazu? Wird die Zeit trotzdem runtergezählt oder bleibt die Zeit dann stehen? Eigentlich ja nicht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, nach Heu. Ja, ja, hallo. Wir haben es geschafft. Ja, wenn es das jetzt nicht gewesen ist, dann kann mich das Spiel mal wirklich kreuzweise am Arsch lecken. Oh, bitte, Alter. Bitte, 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 bitte. Eins und zwei. Nein, er hat das nicht gedrückt. Ich habe tausendmal drauf gedrückt und er hat das nicht gezählt. So, das waren 85 Sekunden. Du Sau. Danke sehr. Es ist halt echt eine Sache von Sekunden und ja. Wenn man gesehen hat, habe ich gerade eben wahrscheinlich das übelste Pech gehabt. Aber Pech gehabt. So. Level 118. Eulusionist. Und jetzt geht es schon auf Stufe 36 weiter. Aber das ist mir doch egal. Lol. Mhm. 12 oder höhere Kombo. Und wir... Ja, das ist doch... Kombo kriegen wir hin. Wapwops ist drin. Oh, es gibt Uhudini. Uhudini, Uhudini. Nein, nicht Goldini. Verschnitt auf Yokai Watcher Art. Hören Sie auf. Hören Sie auf! Sie miese Schwein! Ja, dann fange ich jetzt schon mal mit den Kombos an. Weil ich hier echt nicht viel habe. Wenn ich immer wieder nachverbinden muss. Auf die Schnelle. Das ist ja relativ schnell gefunden. Relativ schnell gefundenes Fressen. So, 13er Kombo. Ich mache ein bisschen weiter. Fieberzeit. Ziemlich geil. Und damit kannst du mir gar nichts. Jetzt erschaffen wir den größten Schleifer-Wapwap, den ich jemals verbunden habe. Oder den ich jemals erschaffen habe. Und bye. Und ein weiterer Push. Von der Punktzahl her natürlich, ganz klar. Ne? Nun! Bäh. So, das waren 70 oder weniger. Also ich gehe mal stark davon aus, weil... Habe ich diese Challenge jemals verkackt? Guckt mich doch jetzt mal, ganz ehrlich, guckt mich an. Sehe ich so aus, als hätte ich das jemals verkacken, oder als könnte ich das jemals verkacken. Ja. Jetzt mal wirklich. Stufe 30 für Shogun an Brudes. Nice. Der holt ja schon fast Schleife ein. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Level ran? Zeit oder Punktzahl. Das kann eine Sache der Punktzahl sein. Weil schnell waren wir. Wir waren eigentlich relativ schnell. Also, ich denke mal, es ist eine Sache der Punktzahl. Also gucken wir natürlich, dass wir jetzt wieder so ein bisschen mehr in Sachen zweite Fieberphase gehen. Schön viele lecker Punkte holen, sodass wir so 200.000 Punkte oder so haben. Ich meine, wir können uns ja auch anhand der Brüder und Schwestern orientieren, die dieses Level auch gemacht haben. Weil, wenn ich sehe, okay, da haben Leute so 300.000 Punkte oder so gemacht, dann mussten die ja quasi zwanghaft hier Punkte farmen. Und das bedeutet, wenn sie hier schon so krass Punkte farmen, dass das auch ein Kriterium dafür ist, dass man... das geheime Level freischalten kann, wisst ihr? Verstehen Sie meine Schlussfolgerung? Macht das Sinn? Ja. Wer viele Punkte farmt, der hat auch wahrscheinlich in diesem Level die Punkte deshalb gefarmt, damit er nämlich... So, jetzt fehlt eigentlich nur noch Schleifer, aber Schleifer kriege ich glaube ich nicht mehr. Ne, leider nicht. Schade. Ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Aber wer viele Punkte farmt, der...
tut das auch, damit er wahrscheinlich das Geheimlevel freischalten muss oder möchte oder will oder... Weniger Punkte als gerade eben gemacht. Nice. Alles nur, weil uns Schleifer gefehlt hat. Geil. Dafür geht's zwar Schleifer-Level ab, aber trotzdem... Nee, das... Wie ist das? Ich find's auch scheiße, dass diese Level nicht anzeigen, wie man sie freischaltet. Das ist halt echt immer so ein Geheimnis. Ich hätte auf die Freundesliste gucken oder auf die Punktestandliste gucken sollen. Also wüsste ich jetzt, ob man hier viele Punkte machen muss oder nicht, wenn ich mir die Punktstände der Freunde anschaue. Kann natürlich auch sein, dass man das innerhalb einer bestimmten Zeit schaffen muss, und zu einer Zeit, die überhaupt nicht human ist. So ein 50-Sekunden-Sieg oder sowas, wo man sich denkt, willst du mich jetzt hier umbringen oder was? Shibakuma Ultisil ist bereit. Schleifer ist gleich hoffentlich auch so weit. Na... Es fehlen halt nur noch... Ja, nur noch Shogunan fehlt mir, aber das kriege ich wohl auch nicht mehr. Doch, ich krieg's. Geil! Ja, ich hätte jetzt eigentlich gerne die Celadon Ultisil gemacht. Aber daraus wird wohl leider nichts mehr. Nee. Ich komme nicht höher. Aus irgendwelchen Gründen komme ich hier nicht höher. Ich gucke mal gleich mal den Punktestand an und dann schauen wir mal. Ja, ich denke mal, man muss 200.000 Punkte erreicht haben. Man muss 200.000 Punkte erreicht haben. Und das heißt für mich, zweite Fieberphase. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Anders sehe ich hier keinen Weg. Nice HD, meine Bruts. Boah, was ist mit den Bonuskugeln los, Mann? Das Spiel denkt sich, ja, wir haben gerade so viele über, wir brauchen keine mehr. Ihr Blutsauger, ihr. LOL. Jetzt müssen wir nur halt gucken, dass dieser eine, dass uns der Uhudini nicht abkratzt. Und jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr. Vielleicht noch das hier, aber... Mehr mache ich jetzt nicht. Oder mehr habe ich jetzt in der Fieberphase nicht machen wollen, weil... Ist es nicht wert. Ich muss auch die Punktzahl auf 200.000 pushen. Also ich muss auch irgendwie gucken, wo ich bleibe hier. Kratz mir hier nicht ab, Alter. Das sieht nicht mehr frisch aus. Ich sehe auch nicht mehr frisch aus. Ich glaube, ich halte allerhöchstens noch einen Angriff aus und dann bin ich tot. Ich hätte Schleifer erstmal machen müssen mit dem Bonus. Scheiße. Aber lass das bitte 200.000 werden, weil wir haben ja gerade eben auch irgendwie so 200.000 geschafft. Warum sollte das jetzt nicht mehr klappen? Macht in meinen Augen keinen Sinn. Ey, bitte 200.000. Ja! So, das ist auf jeden Fall... Also, wir müssten das Geheimlevel jetzt auf jeden Fall freigeschaltet haben. Es führt da kein anderer Weg dran vorbei. Das sollte gefunzt haben. Komm bitte, enttäusch mich nicht. Komm schon. Okay, dann eben nicht.
Ich meine, ich bin der Drittbeste hier. Ich habe die magische Punktzahl 250.000 erreicht, oder braucht man mehr als 500.000 Punkte dafür? Wenn das so wäre, dann umbringen. Aber das kann ich mir doch nicht vorstellen, Mann. Na gut. Brutz, die Paarzahl ist mal wieder auf einem ganz guten Stand. So, dass ich sagen würde, komm, wir beenden den Part. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, durch die Ranglisten zu gehen. Um so zu gucken, hey, wie gut sind wir denn so hier? Unterwegs. Besser als die Konkurrenz? Ja. Wir gucken mal. Und wir sind Letzter. Aber immer noch vor Kahn, Brudes. Ohne Witz. Ja. So, Sterne, ja. Hm. Ich bin immer noch hinter Hamza. Ich komme Hamza immer näher. Passen Sie auf. Ich komme Hamza immer näher. Bald habe ich ihn eingeholt. Und in Sachen Wapwops bin ich hier Vorletzter. Vorvorletzter. Aber auch wieder einen hinter Karan. Also, das ist hier gerade Schneckenrennen, ne? Mhm. Interessant. So, natürlich auch nochmal auf die Freundesliste gucken. Wer ist denn so aktiv? Und wer nicht? Wer fliegt raus? Und wer bekommt eine Rose von mir? Ja, geilo. Und Hamza. Dünnes Eis mit euch beiden. Dünnes Eis. Na gut, Jungs, Mädels. Wollen wir nochmal kurz an den Yokai-Marten gehen? Wir müssen auch die Konkurrenz ein bisschen aufholen mit den Yokai. In dem Sinne. Nochmal eben schnell eine gruselige Münze reinschmeißen. Und da gucken wir mal. Na los, viel Spaß. Ach, Wamsel, habe ich doch schon tausendmal gehabt. Vielen Dank dafür. Na gut. Ich werde dann raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.